So, Kinder, seid ihr bereit? Gleich kommt jemand, um einen von euch zu adoptieren. Ja, Mrs. Erzieherin, wir sind alle bereit. Wir sind alle gewaschen und haben uns alle fertig gemacht und wir freuen uns. Hallo, ich bin hier, ein Kind zu adoptieren. Also ich glaube, wir haben schon gesprochen. Emily, wir gehen. Wow, mein neues Zuhause. Ich kann es kaum erwarten. Oh, hallo. Ich bin Emilia. Und wer bist du? Ich habe alles geputzt und alles gemacht, was du gesagt hast. Auch die Küche und das Bad. Hm, das wollen wir ja erst mal sehen, Robin. Robin, komm sofort hierher. Der Kühlschrank ist nicht sauber. Das geht gar nicht. Alles ist fertig, alles ist fertig. Ist der Salat fertig? Ist mein Essen fertig? Hier ist ja mein Essen. Wo ist der Salat? Robin, wo ist der Salat? Der ist gleich fertig. Der ist wirklich gleich fertig. Ihr nichtsnutzigen kleinen Fratzen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ihr hattet jetzt so lange Zeit, das Essen vorzubereiten und es ist nicht fertig? Na, was soll ich denn anders machen, als euch zu bestrafen? Na, ich hab das Richtige für euch. Ihr verbringt eine Nacht in der Garage. Robin, ich hab eine Idee. Was denn für eine Idee? Emilia! Emilia, ich bin da! Ich hab das Handy! Hier ist es! Es ist auch schon entsperrt! Wow, perfekt! Okay, dann müssen wir jetzt nur noch meine Erzieherin anrufen. Wow, richtig cool, Robin! Warte, wo habe ich den Zettel hingelegt? Oh, hier ist er! Warte, ich lese dir die Nummer vor. Die Nummer ist 0152. Gib mir mal den Zettel, dann kann ich es gleich abschreiben. Okay, hier ist er. Ein paar Sekunden später. Okay, die Nummer ist eingegeben. Ich glaube, es klingelt schon. Robin und Emma, was ist hier los? Bist du an meinem Handy? Leg sofort auf, gib mir das Handy, sofort! Oh, natürlich. Bitteschön, hier. Bevor jetzt hier noch jemand rangeht, legen wir das Handy sofort auf. Und ihr beide, ihr kommt sofort mit mir mit. Sofort. Inzwischen. Was? Oh, wer klingelt denn da? Oh, ich muss erstmal das Licht anmachen. Oh, wo ist denn mein Handy? Ach, hier ist mein Handy. Oh, war ich jetzt zu spät? Wer hat denn da mitten in der Nacht angerufen und einfach aufgelegt? Das ist ja komisch. Kenne ich die Nummer? Irgendwie kommt mir die bekannt vor. Ich klingel am besten da mal einfach durch. Ein paar Sekunden später. Da geht niemand ran. Das ist ja alles komisch. Egal, dann gehe ich wieder zurück ins Bett. Oje, unser Plan ist gar nicht aufgegangen, Emilia. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich wusste nur, dass wir unbedingt hier raus müssen. Aber ganz ehrlich, Robin, wir müssen jetzt dringend hinterher, bevor noch was Schlimmeres passiert. Komm schnell! Wir sind da, wir sind da! Puh, Emilia, du kannst ganz schön schnell rennen, aber ja, wir sind da. Es tut uns leid. Wir wollten dich natürlich nicht enttäuschen. Also absolut nicht. Ja, genau. Wir machen es auch nie wieder. Es ist mir völlig egal. Absolut egal. Das nächste Mal, dass ihr beide so etwas macht, dann sperre ich euch in den Keller ein und ihr bekommt nichts zu essen und zu trinken. Jetzt geht ihr sofort in eure Zimmer. Robin, sofort. Ja, natürlich. Kein Problem. Ich gehe schon. Gute Nacht, Emilia. Und dass ihr auch nicht weglaufen könnt, sperren wir hier natürlich ab. So, Emilia, ab in dein Zimmer. Ja, ich komm schon. Ich gehe natürlich in mein Zimmer. Kein Problem. Absolut kein Problem. So, und bei dir wird natürlich jetzt auch abgesperrt.
Und jetzt beide Kinder Lichter aus und es wird geschlafen. Oh je, okay, dann mache ich mal lieber schnell das Licht aus. Ich möchte so gerne hier weg. Hier ist es echt voll schlimm. Aber zumindest kann ich jetzt meinen Schlafanzug anziehen. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, dann bin ich umgezogen und dann versuche ich wenigstens in meinem Bett zu schlafen. Am besten unter der Decke. Am nächsten Tag. Emilia, aufstehen. Emilia. Alles nur geträumt. Emilia, Emilia, steh auf. Es war kein Traum. Robin? Robin, was ist denn los? Ach so, ich kann ja hier nicht raus. Ich bin eingesperrt. Was soll ich machen? Du musst unbedingt dich anziehen und dich fertig machen. Dann Zähne putzen und so weiter. Das kannst du erst, wenn du rauskommst. Aber du musst dich schon mal fertig machen. Wenn sie sieht, dass du gerade noch geschlafen hast, dann dreht sie durch. Sie kommt gleich. Beeil dich. Schnell. Hä? Aber wie bist du denn bitte rausgekommen? Mir hat sie gerade schon aufgesperrt. Aber sie ist schnell auf Toilette. Beeil dich. Oh Mann, ist das hier ein Stress. Okay, ich muss mich schnell anziehen. Ich muss mich schnell anziehen. Ich muss mich schnell anziehen. Ein paar Sekunden später. Emilia, es ist Zeit für die Arbeit. Ich sperre dir auf. Und jetzt geht es los. Ja natürlich. Ich bin schon fertig. Ich habe nur das Licht noch nicht angemacht. So, jetzt aber. Dann komm endlich raus und helf Robin bei der Arbeit. Ja, natürlich. Mach ich sofort. Natürlich. Kein Problem. Robin? Oh, hier bist du. Robin? Was kann ich machen? Also, was soll ich dir helfen? Wow, sehr gut. Du hast es geschafft. Okay, fang am besten mal an mit, Saugen. Ich habe hier jetzt alles gewischt, also schon unten, aber oben muss noch alles gesaugt werden. Okay, wo ist denn der Staubsauger? Den musst du oben finden. Ja, geh am besten schnell. Sie guckt jetzt gleich ihre Serie an. Ja, mache ich sofort. Okay, okay, okay. Ich finde das alles schon. Okay, oben saugen. Das kriege ich hin. Ich bin ja schon groß. Also definitiv bin ich schon groß. Aber wo ist der Staubsauger? Steht er hier hinten? Oh ja, hier hinten ist was. 20 Minuten später. Puh, dann bin ich fast fertig. Jetzt habe ich nur noch das Badezimmer. Und dann bin ich komplett fertig mit dem kompletten Stock. Ha, dann kann sie sich ja wirklich nicht mehr aufregen, oder? So, hier hinten im Eck noch. Und hier hinten im Eck noch. Inzwischen. Oh, ich glaube, mir fällt gerade auf, woher diese Handynummer war. Moment, da muss ich unbedingt gleich nachgucken. Wo war denn nochmal die Nummer? Hier ist sie. Ich muss sie gleich mit dem Computer vergleichen. Oh, tatsächlich! Ich wusste doch, dass ich die Nummer irgendwoher kenne. Das ist die neue Mama von der Emilia. Nochmal vergleichen? Ist das wirklich dieselbe Nummer? Ja. Hat Emilia mich etwa mitten in der Nacht angerufen? Ist etwas passiert? Das ist doch alles ziemlich komisch. Okay, ich bin fertig. Psst, sei leise und renn mir ja nicht durchs Bild. Oh, nein, natürlich nicht. Würde ich natürlich nie machen. Ich räume natürlich jetzt weiter auf. Stehst du hier immer noch? Also bist du nicht vor 20 Minuten hier schon gestanden? Psst, sei leise, während sie ihre Serie guckt. Und nein, ich stehe hier schon wieder. Denn hier war wohl ein Fleck, der ging nicht raus. Aber ich bin jetzt auch fertig. Ich muss jetzt nur noch unten im Keller alles machen. Komm mal mit und helf mir unten im Keller. Wow, hier ist echt den ganzen Tag was zu tun. Okay, aber ich brauche ja noch einen Mob. Wo kriege ich denn den jetzt wieder her? Ach so, den findest du da hinten, hinter der Treppe. Okay, cool. Ich hole natürlich auch einen. Ich helfe dir, Robin. Ein paar Sekunden später. So, dann gehe ich da ganz nach hinten. Da kann ich dann richtig gut sauber machen. Ich schaff das. Wir kriegen das zusammen hin, Robin. 20 Minuten später. Wow, das sieht schon toll aus, wenn es hier hell wird. Das ist hier so schön zum Wohnen. Es ist so schade, dass meine neue Mama einfach so böse ist.
Ich bekomme echt langsam Hunger. Wie lange müssen wir das denn noch machen, Robin? Definitiv noch ein bisschen, bis das ganze Haus sauber ist. Dann können wir was essen. Okay, super. Machen wir so. Ich schaff das. Ich krieg das hin. Hä? Habe ich da gerade draußen was gehört? Das war doch meine Erzieherin. Ist sie hier, um mich zu retten? Das muss ich sofort Robin sagen. Robin, 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 komm mal. Ich glaube, unsere Erzieherin, nicht unsere Erzieherinnen, sondern meine Erzieherin, die ist da, um uns zu retten. Lass uns mal die Sachen wegtun. Wir müssen irgendwie mit ihr sprechen. Komm schnell, komm schnell. Wer ist da? Und was sollen wir machen? Ich glaube, ich habe gerade meine Erzieherin gesehen. Die ist hier am Grundstück. Ich glaube, sie versucht, mich zu retten. Was, echt? Cool. Okay, lass mal die Sachen wegpacken. Ein paar Sekunden später. Okay, und was willst du jetzt machen? Können wir irgendwie das Tor öffnen? Also, wir müssen ja hier irgendwie, also irgendwie entkommen. Glaubst du, dass wir das Tor irgendwie aufbekommen? Wie sollen wir denn das Tor aufbekommen? Das ist geschlossen. Okay, vielleicht lass uns die Fernbedienung suchen. Die muss doch hier bestimmt irgendwo sein, oder? Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Okay, lass uns mal die Fernbedienung suchen. Das ist echt eine gute Idee. Eine Minute, 37 Sekunden später. Robin, ich kann sie leider nirgendwo finden. Emilia, Emilia, ich hab sie. Ich hab sie gefunden. Sie war hier hinten. So, warte. Ich versuche das Tor aufzumachen. Yay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Da ist ein Tor aufgegangen. Ganz langsam. Emilia? Meine Erzieherin. Oh mein Gott, hallo. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, du bist da. Bist du da, um uns zu retten? Um euch zu retten? Um Gottes Willen, ihr Kinder. Ist euch denn was Schlimmes passiert? Was ist los? Emilia, erzähl mir alles. Und Robin muss auch unbedingt mitkommen. Wir werden hier wirklich ganz schlecht behandelt. Also wirklich schlecht behandelt. So wirklich, wirklich schlecht. Und sie ist echt böse. Sie guckt gerade ihre Serie an. Deswegen hat sie uns jetzt nicht wieder gestört. Aber ich wollte dich gestern schon anrufen. Ich dachte mir doch, dass du das warst. Oh mein Gott, lass uns schnell gehen. Ganz, ganz schnell. Und am besten rufe ich sofort die Polizei an. Wo ist denn jetzt mein Handy? Ich finde es nicht. Ein paar Sekunden später. Hier ist mein Handy. Ich muss sofort die Polizei anrufen. Waren Sie das, die mich angerufen hat, dass zwei Kinder misshandelt werden? Ach, Gott sei Dank sind sie da. Ja, die beiden Kinder, die müssen den ganzen Tag nur putzen. Sie werden in ihren Zimmern eingesperrt. Die haben hier eine echt schlimme Zeit. Können Sie bitte etwas tun? Wir müssen die beiden unbedingt hier rausholen. Natürlich können wir das. Was ist hier los? Was machen Sie auf meinem Grundstück? Verschwinden Sie! Alle! Und Kinder, ihr geht wieder rein! Sie haben hier gar nichts mehr zu melden, denn sie sind verhaftet wegen Kindermisshandlung. Was? Das kann doch nicht sein! Also, das ist ja eine bodenlose Frechheit! Drehen Sie sich bitte um, ich lege Ihnen Handschellen an. Das ist ja unerhört! Absolut unerhört! Ja, 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 das können Sie gleich alles dem Richter erzählen. Kommen Sie mit. Ab ins Gefängnis. So, Kinder, ihr müsst jetzt nie wieder Angst haben. Wow, danke schön, dass du uns gerettet hast. Das ist richtig toll. Kannst du uns denn eine Familie gemeinsam suchen? Also eine Familie, wo Robin und ich gemeinsam glücklich werden können? Die müssen wir nicht mehr suchen, denn ihr beiden Kinder bleibt für immer bei mir. Dann war es auf jeden Fall mit dem zweiten und letzten Teil von dieser kleinen Miniserie in Brookhaven. Ich hoffe, das Roleplay hat euch gefallen. Falls ja, lasst unbedingt einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!